Alter. Alter, voll hart geworden. Das, obwohl es gerade geleckt hatte. Und ich bin euch aber trotzdem. Es ging noch sogar. So, warte, ich muss auf die weißen Dinger. Du musst ja nicht sofort weg. Du kannst ja erstmal auf dem Pad stehen bleiben. Dann hast du mal ein bisschen Ruhe. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, aber. Scheiße. Aber wenigstens die Musik ja auch chillig. Ich finde, die hat so ein bisschen was von einem Noir-Film oder so. Ja, okay, los geht's. Nee. Ey, das verstehe ich auch nicht, ey. Siehst du, das ist mir nämlich eben gerade bei der Weißen auch passiert. Das ist halt scheiße. Ich muss dann in der Weißen nämlich auch richtig gut reinkommen. Und dann funktioniert das Ganze. Ja. Das ist echt scheiße. Also, du läufst eigentlich immer wieder da zurück. Weiß nicht, weil ich bescheuert bin. Aber ich glaube, weil dann halt drüben, der wird der Bildschirm wieder größer. Achso, das meinst du, okay. Teil, dann sind das alles gar nicht mehr. Boah. Hey. Okay, naja. Ja, scheiße. Aber ich lade die Leute echt ein, das selbst mal zu spielen und zu versuchen. Nein! Ja, das hat aber geleckt, darum musstest du eine doppelte Runde drehen. Ehrlich gesagt habe ich auf dich gar nicht geachtet, so wirklich. Okay. Kann ich auch gar nicht, weil. Also, du hast gerade echt. Hättest jetzt gerade nicht geleckt, dann hättest du eine Runde weniger machen müssen. Ach so, okay. Aber gut, wenn du eh nicht drauf geachtet hast, dann war es ja gut. Ja, gut, das wäre jetzt sowieso die letzte Runde gewesen, die ich gemacht hätte oder machen hätte können, weil. Ist ja auch, genau, ist ja eigentlich auch wurscht. Du kannst ja so viele Runden eigentlich machen, solange du es hinkriegst, wie du willst. Ja. Weil. Bis dahin stehe ich dann auf jeden Fall unten drunter. Das war schon wieder falsch zurück. Boah. Mhm. Das sieht echt hardcore aus. Ich bin froh, dass ich das nicht mache. Sorry, also das ist. Ich bin doch. Ich kann ja nicht mal das hier. Boah, das. Ja, es nervt halt. Das der Beginn. Nervt genauso wie dieses andere Scheiße beim letzten Secret. Okay, komm. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich warte gerade. Muss so langsam antesten, ob es noch laggt. Ja, ja, genau. Ich sehe das aber auch an den weißen, an den Durchgängen. Ach so, okay. Wenn die so langsam sind. Ja gut, die sind aber generell langsam. Aber ich bewege mich auch langsam. Okay. Die sind schon langsamer, aber ich sehe die fliegen schon mal raus. Ach so, ja, okay. Na, jetzt. Das ist ja, wenn man einmal beschissen in die erste reinkommt, in die zweite reinkommt, dann ist es eigentlich auch schon. Ich bin da auch zu ungeduldig, muss ich auch sagen. Glaube ich. Also was heißt zu ungeduldig? Zu hektisch. So, ja. Das trifft's wohl eher. Boah, ich hasse es. Ja, wir machen das noch ein paar Mal und dann gehen wir halt wieder raus. Ja, ich glaube. Ja, jetzt bin ich wieder zu schnell wahrscheinlich. Kannst gleich rüber, kannst rüber, kannst rüber. Oh Gott, das kann man so schlecht sehen, wo man landet. Ich schwör's dir. Das war jetzt nicht irgendwie. Ich hab's echt. Das ist schwer zu handeln. Ja, na, du brauchst. Ich bin echt hoch dann. Du musst mir nichts erzählen. Da oben, ja, also so in Sachen handeln, das glaube ich schon. Nee, das ist schon schwer. Komm, wir versuchen es jetzt nochmal. Ach, scheiße, dann leckt es nämlich total hier. Oh Gott, und wie soll ich denn dann mit dem Leggen dann darüber laufen? Ja, das kannst du ja wohl vergessen. An beiden eigentlich. Orten gleichzeitig kann ich nicht sein. Also wegen nicht leggen meine ich. Das geht halt leider nicht. Ja, aber nein, ich weiß schon, was du meinst. Leckt, ja, dann darüber laufen. Ja, in der Zeit. Und dann, wie willst du denn. Ja, gut, da oben kann ich die Luftfahrt nicht künstlich strecken quasi. Das. Nee, ganz genau, das meine ich. Oh, das ist schon drauf. Ja, zweimal oder so versuchen wir jetzt nochmal hier das Ding. Ja, kannst drauf kommen. Kannst drauf. Ja. Oh, scheiße! Oh, scheiße, das ist so scheiße. Ich muss diesmal einfach noch ein bisschen mehr nach links. Ich habe Angst, dass ich dann. Oh, scheiße. Ich verstehe dich, wenn man sich selbst nicht mehr sieht. Ja, beziehungsweise das geht so schnell dann und ich sehe nicht genau, wo ich dann da ankomme halt einfach. Und dann komme ich halt total auf, daneben dran. Du musst total auf diesen pinken Kristall achten, der ja deine Position quasi anzeigt, ne? Also wenn du aus der Bild springst. Ja, noch nicht mal, ja, auch. Und ich muss halt schauen, ja,
wie komme ich jetzt wirklich? Ja, ich muss das nächste Mal, gehe ich einfach noch ein bisschen mehr nach links. Man kann auch in der Zeit echt schlecht steuern, das weißt du ja selber. Ja, schon. Warte auch noch mal bitte ganz kurz, beziehungsweise ich warte einfach noch mal kurz. Aber es hat gut funktioniert eigentlich. Ich bin ja schon froh, dass das funktioniert mit dem weißen Bällchen da unten. Oh, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich will das eigentlich jetzt mal schaffen. Das wäre schon schön. Ja, was kriegen wir? Hallo, was ist denn jetzt hier los? Ah, okay, geht sogar schon wieder. Habe ich nicht gemerkt. Das ist so eine schöne Sache. Boah. Ach so, du machst noch. Du musst noch mal zurück. Nein, du kannst drauf. Okay, links, links, links. Und jetzt? Ich muss laufen. Ach nee, das... Boah, ich hätte noch mal zurückgemusst auf die... Auf das... Doch, ja, auf die eine Blase, glaube ich, wenigstens. Oder? Nee, hä? Das musste ich doch... Hätte ich jetzt eigentlich... Doch, oder? Nee, Ich hätte auf die Blase noch müssen, glaube ich. Noch ja. einmal auf die Blase, glaube ich. Die Zeit, weil dann, die Zeit ist genau. Natürlich viel zu kurz, wenn ich wirklich von hier springe. Also dann rübergehe auf die rechte. Also die Zeitspanne ist zu kurz, dass du da rüberkommst. Das meine ich. Genau. Aber warte mal. Das hat ja gar keinen Sinn. Das geht doch. Nee, ja, ich weiß wahrscheinlich nicht. Geht, auch zu weit. Das geht doch gar nicht, weil ich bin ja dann schon weg. Und dann musst du gehst dann also nochmal einmal in diese Blase hier rein. Oh Gott, jetzt hier ist ja voll scheiße. Also du weißt welche, ne? Die daneben meine ich jetzt hier. Achso, jetzt geht's. Also ich springe hier drauf. So, dann wirst du hier dann hochgeschleudert, gehst hier rein. Ich renne rüber und dann willst du von hier da rüber springen. Ach nee, du musst ja nur da rauf. Stimmt. Nee, das geht. Du musst ja nur hier drauf. Ja, aber es ist trotzdem zu weit, glaube ich. Das ist voll trotzdem kompliziert. Hä? Okay, komm, wir versuchen es jetzt nochmal. Es könnte natürlich sein, dass die uns schon wieder trollen und die zweite Plattform gar nicht gebraucht wird da drüben, also das zweite Sprungpad. Ja? Das ist direkt drauf. Weil, wenn wir hier, also hier, wo ich jetzt stehe, ne? Ja. Wenn wir hier schon sind und du kommst in die weiße Blase und springst dann wieder hier zurück und ich gehe dann nochmal in die graue Blase und werde dadurch ja nochmal ein Stück höher geschleudert und du bleibst einfach da unten auf dem Pad stehen. Genau, das habe ich eben gemeint. Dass wir dadurch Momentum eigentlich aufbauen. Achso, okay. Das habe ich auch gedacht, weil dann dadurch knallst du ja nochmal drauf. Ich springe einfach nur nach oben und unten. Ja. Und dadurch müsste das, habe ich mir eigentlich eben auch müsste gedacht. Ich dann sogar an den Kristall rankommen. Ja, dachte ich mir eben auch schon. Boah. Warte, jetzt mal kurz warten. Es ist halt echt so voll diese Film-Noir-Mucke. Voll, ja. Passt ja auch total. Ja. Nervenkitzel pur, 26 Minuten schon. Ja, aber diesmal, finde ich, geht es, weil diesmal ist es nicht nur dieses Hin- und Her-Spiel. Und hier ist es wirklich so ein bisschen auch erstmal nachdenken. Ja, genau. Und funktioniert der ganze Spaß. Das stimmt. Oh. Sorry. Das war zu schnell. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, kannst drauf schon. Sorry. Das war nicht deine Schuld, da war ich selbst schuld. Hätte ich schon echt viel drauf, weil wenn du nämlich dann noch hochgeschleudert wirst, dann brauchst du nämlich auch noch mal länger sogar, als wenn du nur... Boah, ey, wie kann es eigentlich sein, dass ich die Blase gleichzeitig, also die zwei gleichzeitig berühre? Ups. Ich weiß es auch nicht. Ups, sorry, da leckt die gerade. Ja. Oh, nee, nein, das kannst du vergessen. Das war jetzt nochmal ein Test für dich. Siehst du, kannst du noch mal ein bisschen probieren. Ja, die letzten drei nochmal waren zu wenig. Ja. Ach, ist eigentlich wurscht, komm. Nein, das kannst du vergessen, oder? Da bin ich viel zu lahm. Ja. Ja, gut, oder auch nicht. Da kannst du noch mal ein bisschen testen, genau. Ja, genau, ja. Aber bin ich gerade zu lahm, das hat keinen Sinn. Ja. Ich kann dann wieder springen. Oh, jetzt geht's wieder. Gott, das ist so scheiße. Ja, es ist, glaube ich, ja. Das ist so Mist. Boah. Es ist scheiße, dass ich immer wieder hier rumfliegen. Ich weiß, nee, klar. Nein, es nervt mich einfach vom Spiel, von den scheißen Entwicklern. Müsstest du ja eigentlich gar nicht, weil wenn ich da oben... Ey, das kann doch nicht wahr sein, diese verdammte zweite Blase da daneben. Das ist... Aha, okay. Ja, eigentlich hätte sie dich jetzt hochschleudern müssen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Bugs sind da irgendwie dabei, habe ich das Gefühl.
I don't get it. Ganz ehrlich, ich hab nichts mehr zu sagen. Ja gut, du ruckelst dir da eh dann ab da unten. Schon. Tschu-tschu. Ich glaube, es ist gut, wenn ich hier mal rübergehe. Ich glaube, dann wird es besser, weil es hier wieder ein kleinerer Bildschirm ist. Sollte eigentlich. Ja, wir müssen jetzt noch mal einmal testen, dass wir es noch mal einmal so hinkriegen, noch mal mit dem Ding da unten. Aber ich glaube, wir wissen nicht. Kann halt noch mal 30 Minuten dauern, ne? Darum, weil die Theorie, ob die ganze Theorie überhaupt stimmt. Ob das stimmt, wir wissen es ja nicht. Ist ja alles blind hier. Ja. Okay, kannst draufkommen. Okay. Nee, das bringt so nichts. Ja, so, und jetzt von hier, also wir bleiben jetzt erstmal kurz mal stehen. Kommst du von hier nochmal, komm ich noch in die Blase rein? Weiß ich nicht. Ich schon, glaube ich. Kannst du nochmal versuchen, in die Blase reinzukommen, nochmal ein bisschen höher? Nee, aber ich kann auch nochmal versuchen, in die Weiße reinzukommen. Du kommst da jetzt, glaube ich, gar nicht rein. Es leckt gerade. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Nein, nein. Ja, du kommst hier nicht rein. Nee, ich habe gesagt, du kommst... Ja, du kommst hier nicht rein. Ja, aber ist komisch, ich bin doch jetzt höher, warum... Ich kann so schnell nicht laufen und darüber gehen. Nee. Eben. Warte, ich kann nochmal. Aber ich kann versuchen, in die. Halt! Oh, leck! Ja, jetzt leckst du gerade. Ja, ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht besser. Nee. Aber vielleicht haben wir Glück. Mal gucken, aber ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt von hier in die Blase gehe und dann aber auf das Sprungbrett rüber, das hat ja auch keinen Sinn, ne? Ja, weil du ja nicht hochkommst da. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Ich gerade genug Zeit irgendwie. Ja, also jetzt. Es läuft wieder. Okay, ich kann jetzt mal testen. Ich bin halt dann schon höher, aber es bringt dir auch nicht viel mehr. Nee. Oh, toll. Oh, oder ja, so. Okay, dann also, hat sich das eigentlich auch erledigt. Ja, aber das funktioniert ja gar nicht. Also ich komme in der Zeit auf jeden Fall nicht da drauf. Nein, ja genau, das denke ich nämlich auch. Und ich habe gerade gedacht, ob ich dann ja, wie gesagt, hier reinspringe, also von hier, ja, ja, dann hier reinspringe, das hat ja eben nochmal geklappt, und dann gleich darüber, das an sich wäre das ja in Ordnung, das Problem ist nur, du kommst ja hier nicht hoch. Ganz genau. In dem das Moment. Heißt, ich komme in dem Sinne nicht hoch, dass ich dann auf der Plattform, also auf dem Sprungpad stehe. Oder wir müssen es doch so machen, wie du gerade. Du hast dich ja jetzt hier auf das Ding hochschleudern lassen. Ja, das war nicht viel höher. War es auch nicht. Aber in dem Moment könnte ich natürlich von dort dahin laufen vielleicht. Und dann kommst du ja wenigstens hier drauf. Das ist aber voll die Timing-Sache. Das ist ja crazy. Wie soll ich denn da raufkommen? Von der Blase weg, meinst du? Du bist ja jetzt gerade, ja? Ja, ich wurde hochgeschleudert. Richtung Blase. Wir wissen, wo mein Mauszeiger ist hier. Genau, du gehst dann hier, bist du ja gerade in die Blase rein. Und du meinst, von dort soll ich auf das letzte Sprungbrett? Du musst eigentlich nur hier drauf und dann ganz schnell auf das Sprungbrett kommen. Weil in dem Moment, in der Zeit könnte ich es vielleicht schaffen, hierher zu kommen. Und dann, wenn du da drauf bist, ist es... Es geht... Hä? Nein, warte, das hat keinen Sinn. Du musst mit Schwung drauf, weil sonst werde ich ja nicht hoch. Ja, eben, deshalb, das meine ich ja. Hier noch mal rein. Ja, ganz genau. Ich weiß aber nicht, wie soll denn das gehen? Weil wenn du auf das Sprungbett kommst, dann kommst du ja schon fast gleich an den Kristall eigentlich dran. Das hat ja gar keinen Sinn. Und das, da du beides nicht schaffst, oder halt das eine nicht schaffst, schaffst du das andere auch nicht. Ich verstehe es nicht. Also wir sind uns schon mal einig, dass ich da oben stehen muss und du musst halt von der weißen Blase auf das letzte Sprungbrett, also da, wo ich dann stehen würde. Mit Schwung. Also, dass ich schon hier stehen würde, ne? Ja. Während du noch gerade aus der weißen Blase rauskommst und dann auf dem Dinges landest. Klar. Das kann ja eigentlich nicht anders funktionieren. Aber wie gesagt, ich war jetzt halt unsicher, ob ich nur hier rüberlaufe und du mit Schwung kommst. Das hat gar keinen Sinn. Nein, ich muss mit Schwung kommen, weil das hat mehr Sinn, weil das ist ja genau hier in der Mitte. Das heißt, ich würde mit Schwung kommen. Und du müsstest aber rüberlaufen. Wie geht das? Du kannst ja nicht rüberlaufen. Weil wir können ja hier nicht beide von der anderen Plattform abgestoßen werden. Nicht du einmal hier hoch und auch nicht ich hier einmal hoch. Das heißt, du brauchst den Schwung erstmal von dem überhaupt, um hier hochzukommen. Das heißt, ich kann doch nur hier rüberlaufen. Ja, Moment. Eigentlich müsste das sogar gehen. Was? Ach doch, wenn du durchläufst, du musst ja, durchlaufen. Ja, ich glaube nämlich auch, dass ich hier durchlaufen muss, hier hoch dann. Ja, genau. Puh. Das heißt, dann musst du mir doch nur eigentlich so viel geben, dass ich hier erstmal reinkomme, genau. Du musst einfach weiterlaufen. Ja, und während du schon wegspringst, muss ich hier rüberlaufen. Kann das sein?
Genau. Du kommst aus deinen Blasenspielerei da raus. Ja, wir jumpen uns hier. Wir können ja dann auch hier noch mal ein bisschen jumpen. Ich meine, gut, dann leckt's halt bei mir, aber ist ja wurscht, weil dann das ändert ja, sich sobald, ja dann. Sobald du dann hochgeschleudert Richtung Blase wirst, laufe ich hier schon los. Musst du loslaufen? Und du musst dann halt auf diese Plattform. Oh Gott, meinst du, das funktioniert? Ich meine, gut, ich leck mich eh lang. Vielleicht hast du dann länger Zeit. Und du musst halt oben, ja, so muss es sein. Ja. Anders geht's nämlich. Du kannst nicht so viel Schwung von da drüben aufbauen. Das geht alles nicht. Nee. Ja, so muss, okay. Das dann muss eigentlich so gehen, ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich würde sagen, auf jeden Fall beenden jetzt hier immer. Ich werde es wieder so handhaben. Ich werde jetzt einen Zeitraffer machen. Zwar ein bisschen langsamer, nicht. Nein, ich würde gar keinen Zeitraffer machen. Ich würde den so lassen. Ich lade den wieder alternativ hoch. Für jene, die es in voller Pracht und Fehlhaftigkeit sehen wollen, wie Candy zum Beispiel. Ja, ja, aber ich werde beides anbieten. Ich fand anbieten, schon, dass wir hier viel überlegt haben und ich. Ja, das stimmt schon. Ja, aber wie lange hast du jetzt aufgenommen? Ich könnte es natürlich ohne Begrüßung und beziehungsweise Verabschiedung cutten und das Ganze in zwei 17-Minuten-Dinger cutten. Weil wir sind jetzt 34 Minuten, dass ich das durch zwei teile und gut ist. Das kann ich natürlich auch machen. Das können wir auch machen. Ja. Weil 17 Minuten kann schon mal jemand gucken, aber 34 finde ich selbst ja auch extrem anstrengend, ehrlich gesagt. Also ja, sind 34 auch, Minuten. Ja, dann machen wir es doch lieber so. Ich habe das in zwei Teile. Ja, genau. Weißt du, der Teil 2 ist dann Probiererei. Die Fehlerei, ja, genau. Okay. Ja, naja, fehlen war das nicht. Ja. Das ist eher schon hardcore. Also ich fand, wir fahren schon sehr gut. Ja, das soll mal jemand anders besser machen. Wir sind schon scheiße. Nein. Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Oder wir machen Schluss. Ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir versuchen das auch trotzdem nochmal, wa? Also irgendwie wird es mich ja schon reizen. Also, ne? Ich will auch das Level dann nicht mehr nachspielen. Also wir müssen jetzt schon noch weiter. Davon abgesehen, ja. Gut, liebe Leute, dann jetzt auch die Verabschiedung. Das erste Mal werdet ihr das nicht gehört haben, nach 17 Minuten oder so. Wir werden uns daran nochmal versuchen. Wir möchten das einfach unbedingt schaffen. Und ja, es ist ja niemand gezwungen, das anzusehen. Im Gegensatz zu diesem anderen blöden Ding, ist das hier wenigstens auch so hardcore es ist, aber es ist machbar. Es sollte glaub machbar auch, sein. Ja, glaube ich auch. Ganz genau. Gut, liebe Leute, dann zu deinem Wolf bis zum nächsten Versuch hier in diesem Secret Level. Wir wünschen euch bis dahin wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.